Schauen Sie, bei diesen Sicherheitsfragen, da muss man schon sehr aufpassen, damit ich die persönliche Freiheit der Menschen nicht gefährde. Aber ich meine, Missbrauch gibt es halt hin und wieder. Auch ich bin schon abgehört worden und weiß nicht warum. Das erfährt man halt dann nachher, du bist abgehört worden. Ich habe dadurch niemanden erfahren, warum und wieso, aber vielleicht ist es halt so bei Politikern. Aber wissen Sie, wenn wir dann der Sobotka, der war gestern wieder da, kommt jetzt nächste Woche noch einmal, wir haben ja gestern den neuen Polizeidirektor hier eingeführt und mit ihm im Vorfeld auch die Steinhaus-Geschichte besprochen. Wenn der kommt und mir sagt, dass sie bei dieser Razzia da im Volksgarten und sonst wo und da hinten am Kalvarienberg vor der Grazer Gemeinderatswahl und in Wien, das waren ja die zwei Schwerpunkte, dass sie dort bei bestimmten Personen bestimmter Herkünfte im Schnitt 5 bis 8 Handys gefunden haben, Wertkarten und alle möglichen Internetgeschichten, dann sage ich, muss ich für den Fall einer Gefährdung durch richterlichen Beschluss, also für sonst was bin ich nicht zu haben, weil das führt dann irgendwann zur Willkür. Ja? Aber das geht halt geschwind, weil ich muss ja auch, wenn ich jemanden verhafte und den in die Untersuchungshaft nehme, muss ich ja auch auf der Stelle einen richterlichen Beschluss herbeiführen. Durch richterlichen Beschluss so etwas rasch verwirklichen können. Und es tut mir leid, dass die das jetzt in den letzten 6 Wochen vor der Nationalratswahl offensichtlich nicht zusammenbringen, aber dann wird es kommen, weil es kommen muss. Weil es die, lassen Sie sich das bitte einmal von Beamten, wenn Sie sagen, der Minister ist subjektiv, von Beamten erzählen, lassen Sie sich von den Staatsschützern, die mir ja immer Berichte abliefern, man, die können Ihnen nicht alles erzählen, weil Sie wissen, Sie erzählen es nicht einmal mir, aber mir erzählen so ein bisschen was alles läuft. Lassen Sie sich erklären, was in Graz alles läuft. Das ist nicht nur so dahergerettet, diese Sache mit den Salafisten und so weiter. Und dann reden wir darüber, was muss ich tun, um denen habhaft zu werden. Und da müssen wir ein Stück weiter gehen können, um sie, wenn Verdachtsmomente da sind, überwachen zu können. In Deutschland und sonst wo haben sie das ja schon, aber dann hat ja auch bei dem, der jetzt da wieder zugestochen hat, die Richter gesagt, nein, nicht, wird nicht ausgewiesen, ist geblieben und hat dann was angerichtet. Also kein Überwachungsstaat, aber bei Verdacht muss es schnell gehen, dass ich jemanden gut überprüfen kann. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!